Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 2 Final Mix. In der letzten Folge haben wir Lexios, ich hab's auch geschrieben. Lexios, bin gegen das Mikro gekommen, verdammt. Erledigt und haben die Waisenform und die Überform. Die Waisenform haben wir komplett aufgelevelt und die Überform haben wir um ein Level gelevelt. Und jetzt stehen wir vor der letzten Silhouette, wo wir gegen das letzte Organisation 13 Mitglied kämpfen müssen. Okay, beim letzten Mal, als wir gegen Laxios gekämpft haben, war irgendwie so eine Leerzeile. Da stand unter, ist in die Waffe gebrannt, war noch, weiß ich nicht, so eine Zeile frei, aber hier ist das nicht so komisch. Was hat das zu bedeuten? Jedenfalls, gehen wir hier rein, das sehe ich mir näher an, ja klar. Wer könnte da noch fehlen? In Chain of Memories haben wir ja schon die restlichen Mitglieder schon gesehen. Aber wer fehlt denn da? Ich gebe einen Tipp, er hat eine Sense, wunderschönes pinkes Haar und er war der letzte Boss im Spiel. Malusha! Ja, geil. So, der Kampf läuft ein bisschen anders ab als die anderen. Ich habe den Seelenwächter mal ausgerüstet wegen Situationsboost, weil ich glaube, das wird mir auch ein bisschen hier helfen. Aber wir werden sehen. Ja, dich mache ich fertig. Rosen. Was? Ja, jetzt haben wir einen Counter beim Kopf, der unserem Level entspricht. Wenn wir 50 Mal getroffen werden, ist das Game Over. Aber das lassen wir natürlich nicht so. Noch kurz ich das mal an. Wenn wir abgezogen haben damit. Ja, der Typ zieht uns keine KP ab. Sondern nur. Ja, wir verlieren keine KP, aber wenn unser Counter auf Null ist, heißt es Game Over. Das wollen wir natürlich nicht. Deswegen nehmen wir uns jetzt die Sichel hier und holen uns ein paar Punkte zurück. Puff. Aha. Oh ja. Also lange wir mal den Angriff blocken. Puff. Und immer schön Situationskommandos machen, ist das ja kein Problem. Aber der Typ kann auch heftig sein. Er kann einen ununterbrochen treffen, wenn man nicht aufpasst. Da war zu früh. Genau hier zum Beispiel. So, ich komme jetzt nicht rechtzeitig am Boden an nach dem Angriff. Das man sollte halt schon abwehren. Da komm her. Der Chain of Memories war auch nicht viel stärker. Jetzt wollte ich eigentlich den anderen machen. Ich glaube, das macht ein bisschen mehr Schaden, ne? Trotzdem. Ich hätte gerne meine Zahl schön auf einen hohen Betrag. Ein paar Zahlenzeug. Ich mit einer Sense. Ich komme aus Ruby, ja. Oh, vielleicht baller ich damit herum. Ja, meine vierte Staffel ist angefangen. Muss ich auch mal anfangen zu gucken. Na, komm her. Hau ran. Wollen wir die Synchro-Stimmen nicht behalten aus dem Japanischen? Da schreit er so richtig geil. Versteht sowieso nicht, warum die geändert haben, die Synchronstimmen ja. Woher waren Japanischen, ne? So, wenn wir das treffen, sind wir sofort K.O. Aber ich glaube, mit Trotzkopf und Dickschädel würden wir halt überleben. Ich will es aber nicht herausfinden. Oh Gott. Ja, der ist schon ein bisschen heftiger. Vor allem, den seine AP-Balken sind riesig. So, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. So, ich habe den in der Luft angegriffen. Da ist er am gefährlichsten, weil da kann er einen unterbrochen treffen, wenn man Pech hat. Warum werde ich davon getroffen die ganze Zeit?
Warum werde ich die ganze Zeit davon getroffen? Ich brauche keine Zahlen. Uff. Ja, ich verstehe irgendwie den Angriff nicht, warum ich die ganze Zeit getroffen werde dadurch. Ich glaube, sobald man muss da eigentlich nur in Bewegung sein. Ja, ich verstehe den Angriff irgendwie nicht. Den hatte ich sonst nie Probleme. Ja, und das macht einen auch Schaden. Stört nicht. Weil der macht jetzt leider immer seltener diesen einen Angriff. Was schlecht für uns ist. Ja, da habe ich schon meinen Tod gesehen. Ich verstehe irgendwie nicht, wie man den Angriff ausweicht. Ich meine, soweit man muss doch nur in Bewegung sein, glaube ich. Deswegen verstehe ich jetzt nicht, warum ich die ganze Zeit davon getroffen werde. Aber okay, versuchen wir halt nochmal. Ähnlich wie bei Roxas. Ach, wie, was machst du in ihr? Du bist doch kein Hauptcharakter. Ähnlich wie bei Roxas. Der Kampf beginnt voll chillig und geht dann ja voll übertrieben schwer an. Was ist das hier? So, noch mal finde ich auch gut, dass der den ganzen Part füllt. Aber ich wüsste nicht, was ich nach dem Kampf noch machen soll. Habe ich mir jetzt nicht so vorgenommen, irgendwas. Normale Form leveln wäre auch ein bisschen doof. Heldenform kann man so leveln, Limitform auch. Überform werden wir sowieso leveln, wenn wir in der Welt die Nummer 2 rumlaufen. Also das ist jetzt nicht mehr so ein Problem. Ein bisschen die Story vorantreiben oder so. Aber ja, muss gucken, wie man diesen Angriff ausweicht. Dann ist eigentlich alles okay. Ich habe geblockt. Das ist das erste, was ich gemacht habe, nachdem der Angriff Kampf beginnt. Komm mal her. Zwei Balken. Ich habe mal irgendwie so ein Video gesehen, war irgendwie eine gemoddete Version, glaube ich. Da muss eine moddete Version gewesen sein. Goofy rutscht einfach im Hintergrund. Das ist irgendwie Antiform Sora gegen Malusha. Ich glaube, das Video gibt es immer noch. Da wurde vor was weiß ich wie vielen Jahren hochgeladen. Das ist ein richtig epischer Kampf. Vor allem bei dem Video kann die Antiform Situationskommandos einsetzen. Das sieht richtig episch aus. Okay, da wollte ich jetzt nicht benutzen. Dieses andere Situationskommando sieht da richtig episch aus. Das sieht dann aus, als würde er ihn voll eine reinhauen. Mit seinen Fäusten. So. Jetzt wieder kein Problem hier. Aber ich will jetzt wissen, wie man diesen einen Angriff ausweicht. Hat er noch nicht eingesetzt. Ha, ha, ha. Oh Gott. Da, sag doch, den kann man ausweichen. Ich dachte, ich würde lügen. Oh, ich mich nicht so schwer getan beim letzten Mal. So. Dreimal kann ich auf dich draufballern und dann ist okay. Ah, schade. Da machst du wieder diesen einen Angriff direkt. Ja, Goofy und Donald, die fighten immer bei dem Angriff, also nicht so schlimm. Ich weiß nicht, nett, du hast mich da reingeschubst. Komm her! Buff. Der hat noch eine Art Angriff am Ende. Aber den finde ich jetzt nicht so schlimm.
Jetzt muss ich mich erstmal ein paar Minuten hier mit rumschlagen. Au. Da hätte ich schön Dings machen können. Das ist bloß nicht den einen angefallen. Gib mir mal ein paar Nummern wieder. Hier kannst du wieder haben. Oh nein. Boah. Das war schon mal 35 oder so. Ja. Nicht in der Luft. Wenn man Pech hat, kann er einen unendlich lange in der Luft halten. Oh Gott. Nein, ich dachte, ich habe gut abgetimt. Ich dachte, ich habe die Heilung gut abgetimt. Au. Oh Gott. Oh Gott. Hör auf, mich da rein. Ich bin tot. Oh nein. Ich habe keine Ahnung, wie ich das gerade überlebt habe. Du Pisser. Er schreckt mich nicht so. Oh mein Gott. Auf. Donald, hör auf zu pennen. Steh auf. Beim Net immer noch die... Oh nein. Komm her. Doof. Komm her. Doof. Vielleicht hat noch... Nein. Oh Gott. Ja, ich weiß jetzt, wie ich das mache. Lass mich von dich angreifen. Und dann mache ich den, ja. Dann mache ich den, ja. Und dann tue ich mich vor dem Menü hier verirren. Was mache ich da? Da kommt gerade wie gerufen. Komm mal her. Mein Gott, der Kampf. Stressig ist das. Ich mache ja nur, weil ich hier nur Blödsinn mache, auszusehen. Ich mache absichtlich Blödsinn. Das ist klar, ne? Er macht immer noch diesen blöden Angriff. Oh Gott. Ne. Buff, so. Ich weiß, wie ich dich da rauskrieg jetzt. Oh, jetzt kommt er mit seinen anderen Angriff. Aber ich dachte, wenn ich mich bewege. Oh Gott. Ja, das war heftig. Das hier nicht. Ich will den hier machen. Komm. Und den Einkampf, den ich meine, sieht alles aus, als würde er ihn voll in die Fresse hauen. Er sieht voll episch aus. Oh. Oh, dich kriege ich aber jetzt langsam. Jetzt habe ich ihn nämlich raus. Ja, den Angriff kannst du ruhig machen. Den finde ich jetzt nicht so schlimm. Nein, den ersten bin ich durch voll. Nicht gut, dass er direkt den Angriff danach macht, weil dann kann ich wieder meine Nummern holen. Ja, geil, wie Bosse immer ihr eigenes Verhängnis irgendwie besiegeln. Ja, schon wieder das. Machen wir halt jetzt die ganze Zeit, okay. Ja, ich bekomme hier wesentlich keinen Schaden. Klappt sogar. Mann, ich will blocken, verdammt. Das klappt so nicht. Aber jetzt macht er den Angriff. Oh Gott. Achso, okay. Okay. Ist gut. Ich dachte, ich habe dich nicht getroffen oder so. Noch, Mann. Verschwendet doch nur unsere Zeit hier. Ein Gespenst. Nein. Okay. Ich kann den direkt danach angreifen, geil.
So, da du danach direkt wieder den Eingang machst, versuche ich mal den ja weiterzumachen. Nein, klappt nicht. Ich glaube, ich verliere echt sogar noch, wenn er so weitergeht. So, jetzt habe ich dich. Wusste, da kann man blocken. Boah, ich mache der direkt schon wieder. So, jetzt nur noch einmal ausweichen und dann geht das. Vielleicht nicht die Augen zu machen. Ah. Ja, ich hab dich, ne? Ist kacke, wenn ich dein Muster erkannt habe, oder? Ja, das macht er leider nochmal, oder? Ja. Mein Gott, bist du voraussehbar. So, egal ob ich jetzt getroffen werde oder nicht, du bist dran. Aua. War natürlich klar, dass ich getroffen werde. Oh nein. Mach das bloß nicht so knapp, ey. So, wie wär's, wenn ich dich damit kaputt haue? Tschüss! Das war jetzt so geil. Ich habe jetzt nicht gewusst, dass der dadurch kaputt gehen kann. Och, ist das schön. Ist das schön, wenn ein Plan funktioniert. Aber der Kampf war geil. Das ist mein Blut echt zum Kochen gekommen. Äonen-Fauna-Formel. Ich glaube, das war sehr gut. Ich weiß aber nur nicht mehr, was es macht. Ich hätte gerne mal einen Mogisch, aber ich habe schon lange keinen mehr gefunden. Dabei habe ich schon 3-4 neue Rezepte. Wir können ja schon mal dahin gehen, wo wir als nächstes hin müssen, storymäßig. So. Das heißt, wir müssen zur Dings gehen, zur Welt, die niemals war. Und ich habe jetzt Dingens, Drive Form plus Drive Boost, keine Ahnung, wie die Fähigkeit heißt. Ich habe eine Drive-Leiste mehr. Drive-Leiste hoch, genau. Was? Gut. Level 50, Malusha erledigt, passt. War nicht zu überlevelt, fand ich jetzt. Man könnte auch jetzt auf mit Level 99 hier wieder kommen, halt waren 99 Dinger. Aber nee. Gut, dann gehen wir mal die Story ein bisschen vorantreiben, so um eine Cutscene oder so. Außerdem ist da ein Mogi-Shop. Den würde ich gerne machen. Benutzen. Machen. Ich würde gerne den Mogi-Shop machen. Mhm. Gut, machst du halt wieder. So. Schau mal, meine Limitform. Tu mal auf dem Weg dahin. Ein bisschen aufleveln. Klingt das gut? Ja, gut. Ich wollte schon sagen, dreimal kann ich so einsetzen. Das erzählt nicht, weil ich nicht getroffen habe. So, weiter. Bin neu durch, bin unpassant. Entschuldigung. In der Limitform sich zu formen, war glaube ich ein bisschen doof. Wenn gleich wieder Dingens kommen hier, wenn gleich wieder von Goofy und Donald getrennt werden, wegen Cutscene, dann verwandle ich mich ja nicht zurück. Also kriege meine Drive-Leiste nicht wieder. Gott, verdammt. Egal, dann kann ich ja zur Weltkarte gehen, dann kriege ich die wieder. So, warte mal hier. Mithril-Kristall. Und Mithril-Tropfen. Warum ist der Tropfen weiter versteckt als der Kristall? Was soll das? So, weiter geht's. Und Mickey ist aus irgendeinem Grund jetzt wieder da. Natürlich. Was ist denn das immer für eine? Dead End? There's gotta be a path somewhere. Oh, da kommt doch noch ein bisschen mehr, verdammt.
What are you going to do with us? You're the fire that feeds Sora's anger. Wozu bist du jetzt da hingekommen? Sora is in danger because of me. Was, wenn sie jetzt nicht diese Frage gestellt hätte? Ja, dann wäre er noch kurz vorm, dann wäre er noch kurz vorm Gefängnis gelaufen, wieder gegangen oder wie? Entschuldigung. Entschuldigung. Übrigens, da ist Namine. Was mir für Sachen auffallen hier. Zeigt, es kommt einfach nur so um die Ecke. Weißt, wenn sie jetzt nicht gefragt hätte, was sie mit uns vorhaben, dann wäre einfach hingegangen, hätte nur blöde geguckt und wieder gegangen. Oder wie? Das Spiel macht mich fertig. Ich liebe es. Oh, das ist Aurons Krug. Das merke ich jetzt erst. Ich mal das Schwert an, das sieht doch so awesome aus. Kairi, we're almost there. Ich will auch so ein Schwesterschwert haben. Du kannst einfach nur irgendwo hinschießen und dann macht es irgendein geiles Zeug. Ja, wir haben uns zurückverwandelt, ausgezeichnet. Jetzt kriegt die Karte, ne? Auch so ein Schwesterschwert haben. Ja, irgendwo hinschießen und dann weiß ich nicht. Da so ein Koffer mit Geld oder was weiß ich. Ja, wir können was Neues kaufen. Stab der Weisen. Überhaupt nicht die Wertung, einfach haben. So, alte Herstellung, haben wir was Neues. Abitamina mal. Das Reichen eines Sammels ist, kannst du nur im Finsterspital in Lenari. Ach ja, wenn man glaube ich, weil nicht wie viele bekommen hat, dann kann man die irgendwo kaufen. Aber die sind unglaublich teuer. Wir können eine kleine Schleife herstellen, das ist nicht schlecht. So, Ultima, dafür brauchen wir ja Orichalcum Plus und Orichalcum. Eine nur. Und wir bauen 13, ist klar. Aber es wird möglich irgendwann. Ich will erstmal die kleine Schleife haben. So, ich wollte eigentlich doch nicht. Aber egal. Ja, das tun wir auch einfach herstellen. Buff, buff, zack. Halko, hallo, ist wertvoll. Tue ich doch nicht, Dinges hier benutzen. Mitrospitter, oh Gott, ich weiß doch. Die brauche ich für irgendwas sehr Nerviges. Oh, wir können die kleine Schleife. Ich kann eine Schleife herstellen, ausgezeichnet. So, ich möchte noch ein Level Up haben, wenn es geht. War ja nicht viel oder so, ne? So, nein. Warten wir hier, Sternenglücksbringer. Man voll die immer Sachen jetzt herstellen, ist ja immer unbesiegbar. So. So, was haben wir hier? Ach, jetzt kommen wir Fensterspiel kaufen. Okay, dann gucken wir mal. Die kleinen Schleifen sind, glaube ich, sehr stark. Schleifen allgemein, die geben uns 15% von allen für jede Sache und die kleinen Schleife auch viel. Das ist noch das, was ich vorhatte, glaube ich. Kosmische Kette zum Beispiel, ja. Ja, sieht ordentlich aus. Und noch den Paladin-Ohrring oder was wir auch immer hatten. Angriffskraft und Magiekraft merken AP drastisch. Ja, nehmen wir das hier alles, was uns hier mächtiger macht. Angriffskraft, Magie in dem Ballad. Du meinst, das Offscreen machen? Da wollte ich noch irgendwas machen? Ich glaube nicht, ne?
Gut, dann würde ich sagen, ich werde den Part jetzt hier beenden. In der nächsten Folge gehen wir mal da rein und retten Kairi. Ich bedanke mich allen fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst doch bitte irgendeine Art von Feedback. In Form eines Kommentars, eines Likes, eines Abos oder was auch immer euch in den Sinn kommt. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zur nächsten Folge.